Und da seid ihr wieder. Ja, hier im Grunde läuft gerade das Grafikrendering, also eine gerenderte Videosequenz vom Hochhaus, von der Erweiterung, die im Prinzip bei mir ja, was wir schon angefangen haben, aus zwei einzelnen Teilen besteht, wo ich eine große Etage gebaut habe. Da läuft ja gerade das Rendering. Das wird es dann als Video geben. Das dauert aber noch ein Stück, da ist hier noch jede Menge Rechenarbeit vonnöten. Das Ganze ist natürlich im Studio 2.0, was ihr auf Bricklink hochladen könnt, mache ich das. Und ja, wie ihr seht hier, also der Rechner hat gut zu tun. Das ist im Prinzip ein Ryzen 7 2700er, kein X, aber ist eigentlich vollkommen ausreichend für normale Projekte. Das ist jetzt ja etwas größer, aber er hat ja Zeit, er kann ja den ganzen Tag hier rummähen, ne? Ja, ansonsten, wie ihr seht, ja, Arbeitsspeicher ist eigentlich nicht viel ausgelastet. Das höchste, was ich hatte, waren mal 10 Gigabyte hier bei diesem Projekt. Die Grafikkarte kommt gar nicht ins Schwitzen, ist aber auch nicht hochwertig. Es ist nur eine Radeon RX 570 mit 8 GB. Der Datenträger ist eine Samsung Evo Plus, also die kommt überhaupt nicht in die Gänge. Also die kommt in die Gänge, die ist so schnell, dass hier im Prinzip auf der Anzeige überhaupt nichts passiert. Die schlägt mal aus auf 2% oder so und das war es dann aber auch schon während des Speichervorgangs. Ansonsten ist ja eigentlich nur die CPU gefordert und der Rest, ja, allerdings macht die CPU auch relativ viel Wärme. Also ich gehe mal hier von 30, 35 Grad aus, was hier hinten im Bastelzimmer herrscht. Und ja, wie gesagt, er baut das jetzt hier Stück für Stück auf. Und wenn das Rendering dann fertig ist, werde ich euch das Video auch hochladen. Gleichzeitig wird dann auch die Anleitung online kommen. Die ist mittlerweile fertig. Von der Doppeletage dann. Ja, wie gesagt, läuft halt, ne? Ich zeige euch hier nochmal den Kran. Also das ist hier oben jetzt im Prinzip die Plattform, wo dann das Ganze drauf kommt. Hier ist das Ende vom Kran, wo dann noch das Heckgewicht kommt. Das ist die Plattform über der Kanzel. Hier haben wir die Kanzel in die Tür, hier die Seilführung. Und das Ganze kommt dann hier so drauf. Hier vorne dann kommen die Abspannungen. Die gehen dann hier, kommt noch ein kleines Türmchen hoch. Da gehen dann die Abspannungen lang. Dann kommt die Laufkatze noch hier drauf. Die fährt dann hier auf die Fliesen oben entlang. Ja. Inwieweit sich das Ganze dann motorisieren lässt, muss ich mal sehen, ob ich da vielleicht noch irgendwas mit Motoren machen werde. Mir geht es erstmal darum, jetzt zu sehen, wie das Set sich im Prinzip generell verhält und baubar ist. Da es ja aktuell vom keinen so großen Kran von Lego gibt und den es gibt, den kann man leider nicht mehr bezahlen. Also ich habe hier so circa etwas über 80 Euro bezahlt für das ganze Set. Ist zwar auch schon ein stolzer Preis fürs Luban, aber es gibt halt aktuell nichts anderes. Und der Lego-Kran ist mir einfach zu teuer. Nur dass ich einen Kran habe, lege ich nicht weit über 100 Euro hin. Ja, ansonsten, ja, es stehen noch viele Projekte an. Hier ist im Prinzip noch unser Wolkenkratzer. Zwei Etagen habe ich schon im Prinzip fertig gebaut. Das hier oben ist die Etage, die wir in den letzten zwei Videos angefangen haben.
Die werden wir auch noch fertig bauen. Und das ist der Rest vom Wolkenkratzer. Also ich habe jetzt oben zur Decke hin, habe ich jetzt so circa noch, naja, 30 cm. Ansonsten, wie gesagt, hier jede Menge Eisenbahnsachen. Hier sind noch ein paar Wangehäuser. Ja, dann stehen hier aktuell noch ein paar Modulars rum. Die Tankstelle von Blue Bricks steht noch rum. Da machen wir auch mal ein Aufbauvideo. Ja, diverse Flugzeuge und Hubschrauber stehen hier auch mit im Raum rum. Das ist im Prinzip mein Bastelzimmer. Die Anlage selber steht woanders. Ja, hier hinten noch unser Autotransporter mit unserem Trabant und der V100. Sag mal, da liegen wir jetzt hier, wenn wir jetzt die 6 Trabants nehmen und den Wagen, liegen wir auch so bei ungefähr 120 Euro. Also es ist auch kein Schnäppchen. Wer sich da jetzt einen ganzen Zug gestalten will, da hat... Ja, da lässt schon ordentlich Geld. Ne? Also das ist auch nicht ohne. Ja, ansonsten habe ich hier noch in Vorbereitung hier einen kleinen Loopbahnbus. Da habe ich auch mehrere davon. Da soll im Prinzip mal ein Gelenkbus draus entstehen. Ist im Prinzip auch ein sehr schönes Modell. Die Türen kann man öffnen, die haben hier so einen Öffnungsmechanismus, aber das zeige ich euch dann alles mal im Aufbauvideo. Ansonsten ja, jede Menge Blue Bricks Kartons. Hier steht der 3D-Drucker. Ja, und hier diverse Sets noch von Stuban. Blue Bricks. Also es ist schon reichlich. Oben haben wir dann noch die Bismarck stehen. Da oben ist auch noch Druckzubehör und für die Bandsäge und verschiedene andere diverse Teile. Also so langsam muss ich wohl noch mal anbauen hier im Bastelzimmer bei den ganzen vielen Klemmbausteinsets. Der Plotter steht auch noch oben zum Grafiken plottern, oder besser gesagt, das ist ja im Prinzip, es ist ein Grafikplotter, aber er blockt direkt von Folie, sprich immer einfarbig plottert er. Das ist jetzt kein so ein Plottdrucker, wo im Prinzip die Grafiken ausgeschnitten werden und gleichzeitig aber auch drauf gedruckt werden. Aber für mich reicht das, um normale Ausstanzungen in Folie zu machen oder so, ist das vollkommen ausreichend. Ja, ansonsten, das war es eigentlich erstmal von Klemmbausteinwelten. Hier habt ihr auch noch, seht ihr ja immer beim Video, diverse Bastelsachen, Kabel und von den Rennautos und von der Hubschrauber diverse Ersatzteile an der Wand hängen und naja, sammelt sich halt mit dem Laufe der Zeit immer so viel an. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil zum Baukran. Da werden wir dann fertig werden. Also sehe ich eigentlich jetzt kein Problem mehr drin. Es ist nicht mehr allzu viel. Wir haben heute viel geschafft. Und ansonsten war es das von Klemmbausteinwelten. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wir sehen uns. Bis später. Bye.